Ja, der Schirm für Weitwanderer, eine echte Alternative. Rauskommen müssen und ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wo da heute Abzweigungen markiert sein sollen, aber wirklich überhaupt null Ahnung. Ja, ein stolzes, wehrhaftes Bauwerk. He? Schöner Ausblick auf Stift Melkert, oder? Aber der ist noch ganz kurz. Hallo und Grüße aus Axbach-Markt, ich bin Flatterby und heute geht es auf die 7. Etappe vom Welterbesteig Wachau und da nehme ich euch einfach mit. Denn wir haben drohendes Schlechtwetter und wollen ein bisschen weiterkommen. Aha, funktioniert! Etappe Axbachmarkt Emmersdorf. In den Ort hinein. Welterbesteig Wachau, Emmersdorf. Da gleich nach links weg. Und heute machen wir eine Marktbesichtigung, weil Stadtbesichtigung wäre ja zu viel gesagt. Welterbesteig führt uns recht rasch aus dem Ort hinaus. Es kann aber noch nicht sein, oder? Ja, ich weiß nicht, ob man das Geräusch der Regentropfen auf der Kamera hören kann. Regenwahrscheinlichkeit 5% im Nearcasting von vor einer Stunde. Im aktuellen Regenwahrscheinlichkeit 90% und die Dauer dieses Niederschlagsereignisses 3 Stunden. So viel zum Thema Wettervorhersage. Wir haben jetzt hinterm Glatzberg den Rücken erreicht und an dieser Stelle ist zwar der Anstieg noch nicht ganz geschafft, aber die steilsten Passagen sind einmal vorbei. Tja, so viel zur Regenwahrscheinlichkeit 5%. Kreuzung Edelbergrunde in 474 Meter Seehöhe. Welterbesteig ginge nach links weiter, allerdings ist der Fensterfelsen angeschrieben und ebenfalls mit Wachauer Welterbesteig-Logo. Und die 5 Minuten, die geben wir uns jetzt, weil wir kennen den Fensterfelsen nämlich. Und ihr werdet ihn jetzt auch kennenlernen. Mit diesem auffälligen Schild hat man sichergestellt, dass man da zum Fensterfelsen hinauffindet. 479 kann aber nicht stimmen, wenn wir abgestiegen sind, oder? Ja, die Zeitangabe 5 Minuten ist lächerlich. Es sind glaube ich 3, wenn überhaupt. Wolfsackverwitterung heißt das Stichwort. Und da ist das Fenster auch schon. Schau mal durch bitte. Schau mal freundlich durch bitte.
die vollständige Umrundung von den Fensterfelsen lohnt sich. Und damit ist der Abstecher auch schon wieder beendet. Braucht man nicht viel sagen. Wind und Regen. Kommt uns ungelegen. Ja, der Schirm für Weitwanderer, eine echte Alternative. Na klar, auf irgendeinem Steig, wo man dann schon fast alpin unterwegs ist und Stöcke braucht, ist das natürlich nichts. Die großflächige Regenpause ist da nicht in Sicht, gell? Ja. Was für ein Glück, dass wir den Jahrling gestern gegangen sind. Ja. Also das Wetter anschaust heute. Ja, Fernwandern ist nicht immer nur eitel Wonne und Sonnenschein. Manchmal ist es trotz Regen ein sonniges Gemüt zu bewahren, trotz Asphaltharscher. Ein schöner Ausblick auf Stift Nelkern, oder? Aber der ist noch ganz gut. Das ist ein spannender Wegweiser. Schau, verkehrt herum. Emmersdorfer Marktstraße in 2 Stunden, Welterweichsteige Etappe Axbach-Markt Emmersdorf. Also da kann man hinein. Das ist auch da angeschrieben, aber den Wegweiser, den hat man verkehrt angefertigt. Ein Geschirrhangerl kennzeichnet die Abzweigung, die wichtige. Unauffälliger Steigverlauf mit auffälligem Pfeil, gell? Da im Abstieg von Zintring ist es richtig hübsch im Wald. Ein gemächlicher Abstieg und auch da schön Wetter. Irgendwann einmal finden wir uns dann im tiefen Graben wieder, aber wir wollen ja nach unten. Im Abstieg ohne extra Markierung verbleibt man scharf rechts. Das muss man erspähen, indem man auf diesen Baum da schaut. Oder man muss misstrauisch werden, weil es plötzlich doch wieder bergauf ginge. Dieses Misstrauen ist bei meiner Mama sehr gut ausgeprägt. Ja, schaut einmal, das ist wirklich ein Hexenring. Riesen Pilzpopulation, da den Wald hinauf, einen schönen Bogen. Pension Waldruhe. Schaut schon übertrieben ruhig aus. Da ist schon länger kein Betrieb mehr. Schon. Ja, gut, also in Ermangelung eines besseren Orts werden wir den Gasthof Waldruhe nehmen. Schau, Sonne lacht. So, wir haben uns kurz gestärkt und wandern in Richtung Fellbring. Das wir aber nicht erreichen. Fellbring in 499 Meter Seehöhe. Na, den 1 Meter hätten sie uns auch noch schenken können, oder? Ja.
die Grießbaumkultur als Lebensraum hochzuloben. Naja, also ich glaube schon, dass man versucht, das Ganze jetzt nicht unbedingt lebensfeindlich zu machen, aber es geht halt primär darum, Grießbäume zu produzieren. Ne? Dass man jetzt unbedingt Grießbaumkulturen braucht, weil da seltene Tier- und Pflanzenarten beheimatet sind, das halte ich jetzt wieder für ein kleines Gerücht. Es ist eigentlich ein Vorteil, wenn du nicht an erinnern kannst, wenn du solche Wege schon mal gegangen bist. Ja. Weil dann kannst du immer wieder was Neues gehen. Das ist spektakulär. Das sind die Wege, ne? Dass man sich da irre erinnert, meinst du? Peter S. Beagle hat bei das letzte Einhorn irgendwie über die Einhörner gesagt, dass wenn ein Einhorn etwas tut, dann ist es immer so, als ob das zum ersten Mal geschehen ist. Ne? Ja, dann bin ich das Einhorn und nicht du. Ja, eh, aber ich bin mir nicht sicher, ob da Peter S. Beagle die Einhörner der Vergesslichkeit geziehen hat oder aber gemeint hat, dass es aufgrund der Tatsache, dass es ein unsterbliches Wesen ist, einfach so sein muss, weil sonst wird dem armen Einhorn ja unglaublich langweilig. Ja? Na schau, wir sind schon fast unten. Damit leisten wir uns jetzt einen kurzen Abstecher zur Ruine. Käfermühle in 270 Meter Seehöhe, Emmersdorf-Marktstraße in einer Stunde. Zuweg zum Burgkirchl-Gossam. Burgkirchl-Gossam, 263 Meter Seehöhe. Da steigen wir jetzt ganz kurz hinauf. Kirchel ist schon ziemlich desolat, aber es ist schon ein kurzer Abstecher werden, zumal es wirklich nur 3 Minuten sind. Einstieg Briefträgersteig. Schau, Schatten sieht man. Bedeutet, die Sonne scheint. Ja, der arme Briefträger. Hm? Ja, untrüglich ist es Herbst geworden. Die Blätter fallen bei jedem Windstoß. Lang kann man sich auf den Schutz des Waldes vor dem bösen Regen nicht mehr verlassen. Da oben, wo man den Himmel durch den Wald sehen kann, ist dann auch aus mit diesem steilen Anstieg. Ja, da lacht der Briefträger, wenn er absteigen darf. Im Aufstieg geht da schon einmal ordentlich was weiter. Ja, mit Matterl und Glockdamm hinter mir, nicht täuschen, der Rundwanderweg, den folgen wir nicht. Wir folgen dem Emmersdorfer Rundwanderweg,
Das haben sie da ganz besonders gut markiert alles. Da lacht der Briefträger, weil der darf bergab gehen. Mit 3% Akku 15 Minuten aufnehmen. Das probieren wir jetzt im neuen Versuch. Also da bei dem Kreuz und dem Papierkorb und dem Bankerl hat man die Markierungen für die Abzweigung. Mit einem Pfeil wäre das natürlich auch zu lösen gewesen, gell? Ein lieber YouTube-Kollege, Artkiller, da kennst du diesen Traktor annehmen. Der macht interessante Videos, allerdings auf Englisch. Und da hat dann der andere einen Traktor restauriert, den kann ich euch vielleicht auch verlinken einmal. Links da hätten wir gekreuzt. Da geht jetzt der was da verrundwandert, da liegt der Dumme und wir gehen aber dahin und da. Ein frischer Wind. Schon langsam aber sicher. Geht's auf den Abstieg hinunter. Schau, da sieht man aus dem Wald schon heraus. Und kann Häuser und die Donau erahnen. Emmersdorf ist nicht mehr weit, die Kirche leuchtet dadurch. Ja, wenn man da runterkommt auf Emmersdorf, eröffnet sich eine schöne Ausblick auf den Feldern auf Stift Melk und der anderen auf Emmersdorf mit seiner Kirche. Ja, ein bisschen in die Wachau hinein. So, jetzt ist die Frage, da weiter oder dort weiter? Hä? Rauskommen müssen und ich muss gestehen, ich habe keine Ahnung, wo da hätte Abzweigung markiert sein sollen, aber wirklich überhaupt null Ahnung. Welterbesteig Wachau Emmersdorf, na bitte. In Emmersdorf führt uns der Welterbesteig an der schönen Kirche vorbei. Ja. Ein stolzes, wehrhaftes Bauwerk. Hm? Kirche Heiliger Nikolaus in 240 Meter Seehöhe. Kolomani-Stiege. Geht's hinunter für uns? Emmersdorf ist ein richtig netter kleiner Ort entlang der Donau. Nicht so bekannt wie manche andere, wie Weißkirchen, Spitz, Melk, Eims, Stein etc. Trotzdem ganz hübsch. Hat auch alles, was man so braucht. Man kriegt in den Supermarkt was zum Kaufen, man kriegt in Gasthäusern was zu essen. Also es ist ein würdiges Etappenziel und mit dem Zug kann man auch wegfahren, zumindest wenn man zur Saison da ist oder am Wochenende jetzt noch. Also das war es jetzt von der 7. Etappe von Welterbesteig Wachau. Für euch geht es hoffentlich weiter auf der 8. Etappe von Emmersdorf nach Melk. Und ansonsten passt es nicht mehr. Ich bin gerade dabei und vielleicht sieht man es ja auf einer anderen Tour. Das ist eine graue Kirche da drüben und die Gleise der Wachaubahn werden überschritten. Kirchturm überschritten? Nein, nur die Gleise der Wachaubahn. Ich kann jetzt zwar nicht behaupten, dass Zintring irgendein spektakuläres Zwischenziel wäre, aber es ist zumindest einmal irgendwas, was man erreicht. Das hat die Natur weise eingerichtet, dass da unter dem Weg ein Loch durchführt. Gell? Also das Schüttel nicht gefilmt habe ich, der Radl. Wer dumm ist, geht zweimal. Gell? Ja, die Kastanie hat man ordentlich zurechtgestutzt. He? Eine wunderschöne Altstadt gibt es da. Das finden wir gar nicht. Was Besseres wird kaum zu finden sein. Jetzt wird es ganz ordentlich, alles Kraftwerk ist in Hofbetrieb.